Und schon wieder eine Woche ist vergangen. Ich habe irgendwie das Gefühl, je näher es sich dem Jahresende zuneigt, desto schneller rennt die Zeit. Naja, was soll man machen? Was war los letztes Wochenende in der Hauptstadt? Cheerleading. Ein sehr vielseitiger Sport. Er vereint Akrobatik, Bodenturnen und Tanz. Und wird in Deutschland immer beliebter. Die Trendsportart kommt ursprünglich aus Amerika. Aber jetzt standen die Landesmeisterschaften im Cheerleading hier bei uns in Berlin auf dem Programm. Und außerdem war am Samstag Doppelspieltag im Wasserball. Die Wasserfreunde Spandau spielten gegen den SV Ludwigsburg und die Damen gegen Bayer Uerdingen. Und beide Spiele wurden gewonnen. Marco Stamm ist übrigens nicht nur Spieler und Trainer bei den Wasserfreunden Spandau, er ist noch viel mehr und steht jetzt sogar zur Wahl zum Weltwasserballer. Auf diesem eingeblendeten Link hier könnt ihr noch bis zum 30. November für Marco Stamm abstimmen, wenn ihr wollt. Und als drittes Event am Samstag waren wir beim Schauturnen 2019. Alle Turngruppen des SC Siemensstadt haben mit Musik von bekannten Filmen eine Choreo zum Thema Movie Night aufgeführt. Sonntag stand dann noch Handball auf dem Programm. Der erste VfL Potsdam spielte gegen den SV Anhalt Bernburg. Eine starke Leistung der Potsdamer, sie gewannen das Spiel souverän mit 33:28 und der Sieg, der wurde im Grunde schon früh festgemacht, denn nach der ersten Hälfte war das Spiel eigentlich schon gelaufen bei einem Halbzeitstand von 17:8. Nächstes Wochenende sind wir am Freitag bei den deutschen Meisterschaften im Gewichtheben und da checken wir dann mal ab, wer der Stärkste ist. Am Samstag ist wieder Handball-Time. Die Spreefüchse spielen gegen die direkten Verfolger aus Zwickau, die Füchsinnen von ihrem zweiten Tabellenplatz verdrängen wollen. Hier wird sich zeigen, ob die Spreefüchse diese Saison um den Aufstieg mitspielen. Ebenfalls am Samstag findet der Strauß-Pokal Eiskunstlauf des SC Berlin statt. Wer auch schon so richtig im Eiskunstlauffieber ist, der kann sich ja auch schon mal selber ausprobieren, denn die Eisbahnen haben natürlich schon geöffnet. Last but not least steht am Samstag noch die Show- und Dance-Gala vom Berliner Turn- und Freizeitsportbund an. Am Sonntag geht es dann trotz mittlerweile winterlichen Temperaturen zum Herbstlauf vom SC Tegeler Forst. Also da kann ich nur sagen, ran an den Computer, das Handy oder Tablet und fleißig Hauptstadtsport TV einschalten. Ich sag bis nächste Woche, da seid ihr hoffentlich auch wieder mit am Start.